Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, bin ich gerade in meinem Zimmer in Bremen. Hier habe ich echt schon lange kein Video mehr gedreht. Und heute waren meine Schwester und ich bei Ikea. Eigentlich wollte ich mir da nur so ein bisschen Inspiration sammeln, weil ich in nächster Zeit die Wohnung von Chris und mir in Köln so ein bisschen umdekorieren wollte. Dann ist es aber doch dazu gekommen, dass ich ein paar Teile gekauft habe. Und genau die Sachen wollte ich euch in diesem Video zeigen. Und ja, bleibt dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Ich zeige euch mal eben die riesige Tüte, die ich hier habe. Wir hatten leider keine große Tasche dabei, weshalb wir uns die Tüte hier kaufen mussten. Für 50 Cent ist natürlich kein Problem. Aber ja, die ist schon relativ schwer und ich zeige euch jetzt mal die Teile. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. So, ich glaube, ich fange einfach mal mit dem uninteressantesten Teil an und das ist das gute Stück hier. Das ist eine Bürste zum Abwaschen. Eigentlich finde ich die ja ziemlich eklig, weil sich immer der ganze Dreck ansammelt. Aber was ich auch ziemlich eklig finde, ist, wenn in meinen Flaschen, in meinen Wasserflaschen oder auch in der Flasche, die ich auf dem Smoothie Maker stehen habe, unten sich dann irgendwie so diese Stückchen sammeln. Also keine Ahnung, ich muss das da richtig abkriegen und dann wäge ich ab und dann kaufe ich mir lieber so eine eklige Bürste, als da unten irgendwie Dreck in meiner Flasche zu haben. Ich weiß gar nicht, wie viel die gekostet hat. Ich glaube 1,99, vielleicht auch nur 99 Cent. Ja, wundervoll. So, als nächstes haben wir hier einen kleinen Bilderrahmen. Das ist ja ein ganz normal weißer Bilderrahmen. Wie groß ist denn der? 10×15. Ja, da kann man eben Fotos oder Karten oder so reintun. Ist ganz schön. Und ja, kann man jetzt auch nicht so viel zu sagen. Der ist halt so ein bisschen breiter und das fanden wir ganz schön. So, dann haben wir hier als nächstes ein Spannbettlaken. Wie heißt das? Vavial. 140×2 Meter. Das ist für meine Schwester. Also sie hat ein 1,40er Bett und deswegen hat sie sich das gekauft. Ich habe das jetzt auch einfach mal hier ins Video mit reingenommen. Das ist ganz normal weiß und ich glaube, das hat 14,99 € gekostet. Ja, nächstes habe ich dann hier zwei Handtücher für Chris und mich gekauft, für die Wohnung. Die sehen so aus, die sind ganz normal schlicht weiß. Die haben hier jeweils oben so einen Haken, aber wir hängen die neben dem Waschbecken auf an unseren... Ja, wie nennt man das eigentlich? Also wir haben da neben dem Waschbecken diese zwei Stangen, wo man die so dranhängen kann. Und dann, keine Ahnung, kann man die halt so falten und da drüber hängen. Und ja, die haben so ein Muster. Und ansonsten sind die komplett schlicht weiß. Die Maße weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Also so groß ist das. Wir benutzen das halt dann zum Hände abtrocknen. Und ja, die haben jeweils 4,99 € gekostet. Und fand ich ganz gut. Mich stört das nämlich total, dass wir so viele unterschiedlich farbige Handtücher haben. Weil halt Chris seine von zu Hause damals mitgenommen hat und ich meine und dann ist das irgendwie alles total bunt gemischt gewesen. Und ich will endlich irgendwie zu dem Punkt kommen, dass wir langsam gleichfarbige Handtücher haben. Vor allem bei den Duschhandtüchern ist das irgendwie voll das Problem, aber wird schon. So, dann habe ich außerdem mal wieder Kleiderbügel gebraucht. Ja, ich kaufe da meistens die hier aus Metall von Ikea oder die aus Holz. Und ich glaube, die hier sind halt günstiger und die nehmen auch nicht so viel Platz im Schrank weg. Und das sind jeweils 5 Stück und da haben wir 2 gekauft. Und ja, jetzt habe ich wieder ein bisschen mehr Kleiderhaken. So, jetzt kommen wir auch schon zu den letzten 2 Teilen, die ich euch zeigen kann. Meine Schwester und ich wollten eigentlich noch mehr kaufen. Zum Beispiel haben wir da so Kunstblumen gesehen. Und ich hätte irgendwie bei uns in der Wohnung in Köln so ein bisschen grün irgendwie in der Wohnung. Aber ich glaube, bei uns würden halt echte Blumen nicht wirklich halten, weil wir sind nicht oft da und ich würde es auch einfach vergessen, die dann zu gießen. Also nee, das funktioniert nicht. Und ja, ansonsten wollen Chris und ich uns auf jeden Fall auch noch ein neues Sofa kaufen, weil das Sofa, das wir haben, das ist ja eigentlich gar nicht unseres. Also schon, es wurde uns geschenkt, aber wir haben es halt nicht gekauft. Wir haben das von jemandem übernommen aus der Familie, weil es halt über war und... Ja, deswegen steht es halt in der Wohnung. Das war zu dem Zeitpunkt dann ganz praktisch, weil wir uns kein neues Sofa kaufen mussten. Aber jetzt langsam hätten wir gerne ein eigenes, neues, schönes Sofa. Und außerdem wollen wir uns noch einen Schuhschrank kaufen und so ein paar andere Kleinigkeiten, die man halt so jetzt langsam braucht. Aber ich finde, sowas macht man dann lieber in Köln als hier in Bremen. So, aber dann jetzt auf jeden Fall zu den 2 letzten Teilen. Das sind die hier. Wie gesagt, wollte ich ja so ein bisschen umdekorieren in der Wohnung und dazu gehören natürlich auch neue Kissenbezüge. Ja, ich weiß gar nicht genau, was das für eine Farbe ist, ob das schwarz oder blau ist. Auf jeden Fall sind die gestreift und haben da noch so 2 Knöpfe und ich finde die
mega schön. Die heißen Christiane. Ich werde auch oben gleich bei Mama nochmal gucken, ob sie ein paar Kissenbezüge hat, die sie nicht mehr braucht. Und dann schnappe ich mir da auch noch ein paar, weil mich nerven irgendwie so die Farben, die wir im Moment in der Wohnung haben. Ich brauche irgendwas Neues und ich finde so maritim ist immer ganz schön für den Sommer. Und habe ich schon gesagt, dass die Christiane heißen? Also bei IKEA haben die Sachen ja immer so einen komischen Namen. Also Christiane, 50x50 sind die groß und ich finde die echt richtig schön, auch mit den zwei Knöpfen da oben jeweils noch. Und ja, ich hoffe, wir haben irgendwie ein passendes Kissen, wo wir das drüber machen können. Ja, muss ich nochmal schauen. Also das konnte ich jetzt auf jeden Fall nicht kaufen. Ich meine, wie soll ich das in meinen Koffer kriegen? Aber das wird schon gehen. So, und das waren jetzt auch schon alle Teile, die ich gekauft habe. War jetzt gar nicht so viel, aber es war auf jeden Fall ausreichend und den Rest kaufe ich dann in Köln. Da werde ich dann wahrscheinlich auch nochmal irgendwie einen Haul drehen oder so. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!